Sie flirten mit dem Abgrund und lassen sich gerne fallen. Die Akrobaten der Gravity Art versuchen spielerisch die Erdanziehungskraft auszuhebeln. Wie in dieser Performance von Joan Bourgeois mit Tänzer Adrien Mondeau. Was mir am Fallen an sich gefällt, ist das Zusammenspiel zweier wichtiger Prinzipien. Die physikalische Schwerelosigkeit und das Streben nach dem kurzzeitigen Schwebemoment. Ich kann mich erinnern, dass ich früher im Haus alles Weiche zusammengesucht und unter die Schaukel gelegt habe, um noch höher schwingen und nach dem Absprung endlos weit fliegen zu können. Die Schaukel hat Joan heute durch seine Konstruktionen ersetzt. Wie diese Balancierplatte für seine neueste Show Celui qui tombe, der, der fällt, die gerade in Paris zu sehen ist. Eigentlich waren es Schausteller und Zirkusleute, die auf diesen Trick gekommen sind, mit dem ich nun 2 Tonnen ausbalanciere. Das Knifflige ist der Berührungspunkt, das passende Kugelgelenk. So entstand die Idee mit der Anhängerkugel, die hier am Ende des 1 Meter langen Mastes sitzt. Die Kugel kommt in eine Anhängerkupplung, die in dieser Platte steckt. Im Grunde ein ganz simpler Trick, der aber ein perfektes Gleichgewicht schafft. Die Herausforderung für die Tänzer lautet, nicht hinfallen. Die 2014 bei der Biennale von Lyon entstandene Hängeplattform, die hier beim Festival Séquence Danse zum Einsatz kommt, ist Drehscheibe und Schaukel in einem. Der 1982 in Grenoble geborene Joan Bourgeois ist ein Ass auf dem Trampolin. Gelernt hat er das im französischen Zentrum für Zirkuskunst. Bei den Luftakrobaten kommt es manchmal vor, dass man sich in der Luft verirrt, wie man es nennt. Und genau das ist mir passiert. Als ich den Zielpunkt für die Landung anvisierte, musste ich feststellen, dass das nicht der Boden war, sondern die Wand. Aber wenn man das merkt, ist es meistens zu spät. Nicht die erste unsanfte Landung des Sturzspezialisten. 2004 zieht er sich bei diesem verunglückten Sprung nur eine Halswirbelfraktur zu. Joan ist fasziniert vom Schwebepunkt. Dem Moment beim Jonglieren, direkt bevor der Ball wieder herunterfällt. Egal ob in den riesigen Röhren von Jörg Müller oder bei seinen eigenen Kreationen. Der Choreograf lotet genau diesen Höhepunkt aus. Um mit der Schwerkraft richtig auf Tuchfühlung zu gehen, sind Joan alle Mittel recht. Zum Beispiel auch dieser mechanische Arm, die sogenannte Levitationswaage, in Anlehnung an die Maschine, mit deren Hilfe Newton sein Gravitationsgesetz aufgestellt hat. Wir alle sind den Gesetzen der Physik unterworfen, die stärker sind als wir. Und das versuche ich mit meiner Scheibe zu zeigen. Natürlich beinhalten meine Shows auch eine gewisse Virtuosität. Das stimmt schon. Man braucht sehr viel Übung, bis es einem gelingt, diese Elemente zu zähmen. Wir versuchen aber, das vergessen zu machen. Und vor allem uns nicht als Helden zu präsentieren. Die russische Choreografin Anna Abalichina hat einen anderen Weg gefunden, der Schwerkraft zu trotzen, ganz ohne abzuheben. In diesem Trompe-l'œil-Video kombiniert sie Tanz mit live gerenderten 3D-Bildern und schafft durch das Filmen aus der Vogelperspektive eine perfekte Illusion. Hier ist die Gefahr real. Ohne Netz, ohne Trapezakrobatik und ohne Paillettendress hängt Performance-Künstlerin Chloé Muglia völlig in der Luft. Dank einer von ihr selbst entwickelten Konstruktion aus 30 Metern Stahlseil.
Ich hatte richtig Angst. Das war nicht schön. Aber schließlich habe ich es dann doch gemacht. Meine Schrauben gedreht, Figuren gezeigt, alles, was dazugehört. Mein Antrieb war die Neugier, herauszufinden, wie ich trotz dieser Angst weitermachen würde. Was macht die Angst größer oder kleiner? Oder wie reagiere ich auf Schmerz? Mit ihrer Show Alea, die sie in Nantes zeigt, verschaukelt Chloé Muglia das klassische Trapez. Die leidenschaftliche Turnerin mit ausgeprägter Wettkampfallergie schwenkt auf Zirkuskunst um, obwohl sie furchtbare Höhenangst hat. Nach ihrer Ausbildung erfindet sie Trapeznummern mit Tai-Chi-Elementen. Bei dieser Ausdrucksform geht es mehr darum, zu erkunden, wie man sich hin und her bewegt, wie man sich auf alles einstellen kann. Es ist ja nur eine Linie, ein Strich. Chloé testet immer weitere Variationen zum Thema Schwerkraft aus. Ob einen Meter über dem Boden oder in schwindelerregenden Höhen. Wie hier 2013 beim Festival Paris Cartier d'Été. Die Performerin hat sich sogar etwa 20 Sekunden lang ihres Eigengewichts entledigt und bei einem Parabelflug die Mikrogravitation am eigenen Leib erfahren. Ich bleibe heute ruhig, wenn es anstrengend wird. Eigentlich will man etwas Unangenehmes schnell hinter sich bringen. Aber ich sehe das nicht negativ und bleibe einfach so. Dann beginnt man zu zittern. Wenn es einem gelingt, das nicht zu überspielen und so zu tun, als wäre alles okay, dann erreicht man eine Ebene der, ich will nicht sagen Wahrheit, aber eine Art nackte Realität dessen, was da gerade passiert.